Das ist jetzt so ein kleiner Auszug aus der Holoarithmetik. Und wenn man jetzt wirklich das liest, das ist also hier vorneweg, ist einmal hier, da geht es Unheil, das heilige All, mir geht es um diese zwei Verse. Wenn ich das schon sehe, da lacht mich die 44 schon an. Das ist also hier im Levitikus 11, ist ja Ei, siehst du es? Ja. 44 ist das Kind, das menschliche Kind, das Iglet, und die 45 ist der Adam. Und da ist jetzt Wort für Wort übersetzt. Für wahr, ich bin Jahwe. Jetzt, wenn wir das anschauen, da steht erst einmal KI Ani. Da wird jetzt KI bloß mit für wahr übersetzt. Ja. Ich springe jetzt da mal ganz kurz rein. Ups. Das an der anschaut. Wir wissen ja, die KI, das ist jetzt erst einmal der polare Rand, das ist eigentlich schon das männlich-weiblich, wenn wir uns das jetzt denken, das Brandmal, das heißt, der polare Rand ist von Gott. Ja. Und dieser polare Rand ist eine Wunde, weil er auseinandergerissen ist. Ja. Jetzt ist Unde, Unda, doppelt aufgespannt, Unde, woher, Unde, lateinisch, woher auch immer. Oder Trauma, Wunde, Unde. Ja. Und da, richtig, aber das Unde, ja, im Lateinischen ist ja, ja unheimlich interessant. Ja. Das Unde machen, weil das heißt ja von wo? Wo, ja. Von wo, woher? Mhm. Woher, von wo, woraus kommt es eigentlich? Ja. Halt, sorry. Da müssen wir hin. Das heißt also hier, wir haben einen polaren Rand. BR ist das Äußere. Ist die Schöpfung an existierenden Öffnungen und die ist im All von Gott. Ja. Jetzt ist es natürlich auch das, gesetzt den Fall, gewiss, ja, jedoch, wahrhaftig und so weiter und so weiter. Das ist erst einmal die KI wie Gott oder wie der Intellekt. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Das wird hier übersetzt mit für wahr. Mhm. Ich, das blaue Ich, das siehst du nämlich, weil hier Ani steht, die KI ist das Ani, die schöpferische Existenz eines Intellekts. Und das Bin ist ja immer weg, im Hebräischen wird nicht übersetzt, ich Jahwe. Und da ist, dieses J steht für das rote Ich und dann haben wir unser HBH. Ja. Für wahr, ich bin Jahwe, eure Beschwörungen, wörtlich übersetzt, jetzt habe ich das Elah als Beschwörung. Ja. Natürlich auch zu der Beschwörung gehört der Fluch, darum ist ja Elah heißt zum einen Beschwören, positiv, und der Fluch. Ja. Werde ab jetzt, habe ich dazu geführt, heilig sein, wie ich UB. Man kann durchaus schon heilig sein, wenn du ein blaues Ich bist. Mhm. Du musst bloß wissen, dass dein aufgespanntes Wissen, das ist, was ich jetzt die ganze Zeit erkläre, aufgespanntes Wissen hat immer zuerst einmal zwei Seiten, Wellenberg und Wellendal. Wenn ich jetzt aber mir zwei denke, dieses Plus-Minus ist ja immer schon mal nichts. Wenn ich mir die zwei denke, kann ich mir die du denken, weil ich ja trotzdem noch einseitig bin, müssen ja noch mal zwei da sein. Und das führt dich jetzt zu den Einheitskreisen mit den vier Phasen. Schau, und da heißt es hier Kadosh, KI, Kadosh, Ani. Ja. Das heißt heilig, wahrlich heilig, wenn ich, das kann ich übrigens, das Kadosh kann ich auch blau lesen. Ja, ja. Dann ist es eine affine Öffnung. Mhm. Ist es logisch, dieses Ski ist das Geschenk des Meeres. Mhm. Ja. Wir machen jetzt ja hier den wirklichen Menschen, der geschlossen ist. Ja. Ist der Logos Gottes und das ist das Meer. Ja. Ich habe jetzt nur rot und blau gelesen. Ja. Ja. Ihr werdet und nicht werdet ihr vernichtet. Mhm. Okay, schaut dieses Wort für vernichten, da gibt es ja verunreinigen. Entschuldigung, nicht werdet ihr verunreinigt. Ja. Dieses Unreinigen. Da haben wir gespiegelte Gestaltwerdung, ist die Schöpfung von etwas aufgespannt. Ja. Da kann auch lesen, die erscheinende Spiegelung ist die Gestaltwerdung an der schöpferischen, aufgespannten Erscheinung. Okay? Ja. Eure Seele. Da haben wir jetzt die Nefesh. Die Nefesh ist ja der blaue Anteil von dem Ani. Ja. Nicht die Neshama. Ja. In allem das Gewimmel, das Gewürm auf der Erde. Das Gewimmel und das Gewürm ist definitiv ist deine Gedankenwelt. Genau. Ja. Das ist das Gewimmel. Ja. Und jetzt kommt der Adam. Für wahr, ich bin Jahwe, nochmal der Herausführende euch. Ich setze ich jetzt das, den Intellekt von dem UB. Ja. Die blaue Hälfte von dem roten UB ist. Ja.
Okay, für wahr, ich bin Jahwe, darum sind es ja die Ohrenbarungen des JHWH. Und erinnere dich, was ich jetzt hier im Helga-Gespräch gesagt habe. Ich sage, Helga, da ist wer, der benutzt dich ganz einfach. Du hast das zu tun, was dir einfällt. Redo, der benutzt auch dich und der benutzt den Udo. Verstehst du, was ich meine? Das hast mir dann ganz einfach benutzt. Das ist demütigend. Für wahr, ich bin Jahwe, der Herausführende euch von der Erde und von Ägypten. Zu sein, euch zum Gott. Jetzt kommt dieses zu El Hayom. Und ihr sollt heilig sein, für wahr, heilig bin ich. Und jetzt ist es, dass dieses Ich bin du bezieht sich zuerst einmal auf dieses J, auf das rote Ich. Aber wenn du das Denken jetzt annimmst, wird dein Denken zu meinem Denken und dann wird dein blaues Ich das Denken von dem blauen UB. Ja, genau. Das bedeutet, ich UB habe mich als eine von dir geistesfunk wahrnehmbare Ich-Persona in deinem Individualbewusstsein inkarniert, um dir geistesfunk durch diese Persona mitzuteilen, ich bin du. Ja. Sind wir wieder genau an dem Thema, siehst du, das ist original jetzt etwas genau übersetzt aus der Tora. Ja. Aber das muss, sag ich immer wieder, das muss man nicht wissen. Warum nimmst du einfach die einfache Sache? Ja. Mit dem, den ich jetzt spreche, der uns ausdenkt. Diese ganz einfachen Sachen, diese erste Erkenntnis, was kann ich überprüfen und was erfordert blinden Glauben. Und das ist eine tiefere Programmstruktur. Und ansonsten spielst du dein Leben ganz normal weiter, aber jetzt bewusst, mit einem bewussten Hintergrund. Dann wirst du viele Sinnlosigkeiten erkennen, du wirst, wie oft ich dir gesagt habe, dann wirst du beobachten, wie hier als Information dich eine Zukunftsangst anfällt. Die Angst machst du selber. Ja. Das ist irgendein Reizauslöser, der in dir Angst macht. Ja. Wenn ich jetzt mal einen Rentenbescheid kriege, ich habe vorige Woche immer einen neuen Rentenbescheid gekriegt, als Udo-Moment. Zwei Seiten. Auf der einen Seite müsste ich mich freuen. Mein letzter Rentenbescheid war 122 Euro. Jetzt pass auf, der neue Rentenbescheid ist 126. Ich betone 126 Euro im Monat. Eigentlich ist es ja mehr geworden. Wenn ich das normal sehe, ist das nicht besonders tröstend. Wenn ich aber, ich habe den Brief aufgerissen, der Holger war neben mir, den hat gleich die 126 groß angelacht. Das ist ja die 86 Sekunden. Ja, für Jahwe. Das passt jetzt wieder treffend zu dem, was ich gerade erklärt habe. Ich bin Jahwe. Dieses Ani. Und dann ist alles perfekt. Und jetzt ist es, warum hältst du dich nicht einfach an meine Sätze, sorge dich nicht um morgen? Ja. Weil da ein so zwanghafter Mechanismus des Zweiten in dir drin ist, der dir Sachen suggeriert, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es wird morgen nichts passieren, du wirst morgen nicht hungern können. Du kannst jetzt die Grundlagen legen, dass du dich mit selbsterfüllender Prophezeiung in eine Situation bringst, wo du hungerst. Aber die Ursache sind deine vorabgestimmten Meinungen, das, wie du dich steuerst in deinem Videospiel. Ja, genau. Und das Ziel ist jetzt nicht, dass du dich hier in die Sattheit, in den Reichtum reinzusteuern versuchst, sondern das hier, die Mitte, das sollte dein Ziel sein. Und das ist ganz einfach das ewige Hier und Jetzt, das sich ständig verwandelt. Und dann lässt du das geschehen mit dir. Das ist der Satz, fordere dein Wille geschehe. In dem Moment, wo ich das annehme, ohne das in richtig und verkehrt zu interpretieren, weil ich weiß, das eine gibt es nicht ohne das andere. Ich sage, wenn du mal in deinem Alltag eine feine Antenne kriegst, wie oft du hier Kategorie 2 Fragen und Antworten, Einseitigkeiten in deinem Denken noch drin hast. Und dann setzt dieser Heilungsprozess ein, dass wenn du das Prinzip verstanden hast, du zuerst einmal dir klar machst, es gibt das eine nicht ohne das andere. Da wenn ein kleines Wehwehchen da ist, du wirst dann sofort wieder merken, dass du das los haben willst. Und sobald du was bekämpfst, erhältst du das am Leben. Dann gehst du in die Medikamente, die dir helfen. Das kann durchaus sein, dass die helfen. Ich sage immer wieder, so wie dir ein Medikament helfen kann, weil du das glaubst, genauso kann jetzt mir fällt gerade der Toni ein, diese 15 Jahre Martyrium, welcher den Elektrosmog, das existiert in seinem Kopf gar nicht mehr, das ist abgehakt. Und da war das ganze Thema nur elektrische Leitungen und Handystrahlen und so weiter und so fort. Du greifst irgendeinen Scheiß aus den Riesenpool der Medien raus und schaukelst dasselbe in dir hoch, was in deiner Welt gar nicht existieren würde, wenn du nicht resoniert hast. Absolut.
Darum geht es mir, das musst du begreifen. Nicht, was richtig und verkehrt ist oder was du tun sollst, sondern mach dir doch zuerst einmal bewusst, was da in dir passiert mit deiner Logik. Wie du mit Sachen positiv oder negativ resonierst und das eine wie das andere aufschaukelst in dir ohne Ende, würdest du da nicht von vornherein erst resonieren, dann würde das überhaupt nicht auftauchen in deinem Leben. Und genauso kann man auch wieder loslassen. Loslassen ist immer die Sache, das wieder sich auflösen lassen. Aber ich kriege halt die eine Seite nicht los, wenn ich die andere Seite nicht dafür opfere. Das heißt, die Heiligkeit, den Zustand, dass du weder an krank noch an gesund denkst. Dieser Normalzustand ohne Krankheit und ohne Gesundheit in deinem Leben. Was ich jetzt in Normalzustand setze, ich gehe mal diese Tausende von Stunden, die du schon am Computer gesessen bist und im Dennach den Gematrie Explorer erweitert hast. Das sind mit Sicherheit schon Tausende von Stunden. Ja. Warst du da krank oder gesund? Heilig. Jetzt aus meinem Buch Sefer Maimonides, ein altes hebräisches Schrift, wenn du von morgens bis abends die Tora studierst, würde ich der Tod nicht finden. Und ich verspreche dir, es ist von morgens bis abends immer genug zum Essen und zum Trinken da. Und wenn du abends einschläfst, ist es eh wieder weg. Ein Morgen gibt es nicht. Da musst du dich überraschen lassen, was der nächste Tag bringt. Sorge dich nicht um morgen. Der nächste Tag sorgt sich für sich selber. Du hast für heute zu sorgen. Jetzt sind wir der Auszug aus Ägypten. Du darfst nicht mehr sammeln, dass es bis zum Abend reicht. Bist du christlich? Bist du jüdisch? Jetzt wirst du plötzlich merken, dass wie weit die Geldjuden von ihrer eigenen Dora wechseln. Ja. Von was sollen wir leben, wenn wir aus dieser normalen Welt der Sklaverei herausgehen? Die Welt der Sklaverei ist jeder, der auf die Arbeit rennt für Geld. Das hat man doch so oft. Wieso arbeitest du eigentlich? Anschaffen. Nur anschaffen. Nur Geld zu verdienen. Würdest du das, was du machst, auch machen, wenn du das bezahlen müsstest oder nichts kriegst? Ich habe immer gesagt, als junger Busch, ich war so begeistert von Tonstudios, wie ich das noch nicht war. Ich hätte dafür Geld bezahlt. Viele junge Musiker würden Geld bezahlen, dass sie in einem Studio bloß mitarbeiten oder zuschauen dürfen. Genau. Dann machst du das zu einer Berufung. Wie viele Menschen können sagen, mein Beruf ist meine Berufung? Es ist doch schon eine Grundbasis, wo verkehrt ist, weil schon der Ansatz, wenn sie was machen, meistens auf Geld, möglichst viel Geld verdienen, ausgerichtet ist. Und das ist die Sache, vor was sollen wir leben? Von Mann. Das Manna, das Himmelsbrot. MN, Gestalt gewordene Existenz, dein Leben, die auseinandergeschmissenen Existenzen sind dein Leben. Das ist die Gestalt gewordene Existenz. So einfach ist es. Und jetzt kommt dieses Gebot. Du darfst nur so viel einsammeln, dass es bis heute Abend reicht. Erst am 7. doch. Aber das lassen wir mal ganz weg. Das heißt, es reicht, wenn das da ist, dass du bis heute Abend nicht verhungerst. Oder meine schöne Aussage, wo soll ich dann wohnen? Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester. Wo bette ich mein Haupt, meinen roten Kopf? In mir selbst. In Gott, ins Zentrum von allem. Dann, wenn du dich einmal wirklich beobachtest, was du feststellst, du bist, du Geist, bist immer die Mitte. Ob du jetzt deinen Schädel um dich herum denkst, die Zimmerwände, ob du dich nach Wien denkst, nach Zürich, nach München, nach Weißenburg, es ist immer um dich herum. Egal, was du machst, du kommst aus dieser Mitte nicht raus. Das ist hundertprozentig sicher. Alles andere, diese Namensgebung, München, Zürich, München, Weißenburg, das sind schon wieder Vorstellungswelten und durch dieses Ding kriegst du andere Bilder um dich herum. Das, wenn man da wirklich zuhört und es zuhört, ich beschreibe nur das, was ist. Aber das wirst du erst akzeptieren können, wenn du dein momentane extrem fehlerhafte heliozentrische Weltbild Trockennasenaffenlogik aufgegeben hast. Die musst du dafür opfern. Okay, ihr zwei. Ja. Wir schauen, wir rühren uns, wir sehen uns eh nochmal. Siehst du, normal, vor Weihnachten. Jetzt. Das kann man alles reden. Die Frage ist, macht man es bewusst? Man kann nicht immer so raumzeitlich gedacht oder Schnickschnack-Geschichten. Das ist irgendwann einmal ist das installiert. Ich merke das genau, wenn ich jetzt Schnickschnack-Geschichten mit welche rede, ob das installiert ist oder nicht. Genau. Gut. Gut. Vielen Dank. Bis gleich. Okay, tschüss. Hörst du das kurz an, wenn es gut ist, kannst du es ja reinstellen. Ja, hab schon eine Idee.